Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Urgestein kommt jetzt last but not least ans Mikrofon. Einen ganz großen Sonderapplaus und herzlich willkommen für Waldo Papaleoni. Hört sich ja gut an, Urgestein. Kann man nicht verstehen? Ja, gut. Jawohl. Wohl. Kannst du lauter machen? Also, die Gründung des Wiener Deutschen Schauspielerverein, da habe ich nicht erlebt, da kann ich auch nichts drüber sagen. Ich habe nur mal gehört in der Unterhaltung, die das gegründet haben, damals haben gesagt, wie nennen wir uns? Wir liegen mitten in Deutschland. Herford ist der drittälteste Verein in Deutschland nach Nürnberg und nach Hamburg. Und da haben sie sich Gedanken gemacht, dann nennen wir uns eben Wiener Deutschen Schauspielerverein, weil weit und breit war ja kein anderer Schauspielerverein damals. Es kam ja so, dann so nach und nach und nach. Und bin ich ja auch als Urgestein genannt worden. Jetzt bin ich ja auch genannt worden schon mal als Chronist und bin auch schon mal genannt worden als Zeitzeuge oder Protagonist und was nicht alles. Liegt aber auch jetzt an meinem Alter. Ich bin mit Josef Weber, das kann ich noch so am Rande sagen, dienstälteste Vereinsmitglied in Herford. Ich bin jetzt 56 Jahre Mitglied und Josef Weber 58 Jahre Mitglied. Und dann erst kommen die anderen alle viel später, 30 Jahre. Wir haben jetzt hier auch gestern darüber beschlossen, dass wir auch Kollegen nicht nur die 50 Jahre Mitglied sind, sondern auch 40 Jahre Mitglied sind, dann eine Urkunde bekommen und eine goldene Nadel. Denn zwischen 30 und 50 liegen ja 20 Jahre. Wer weiß, wer dann eine goldene Nadel noch kriegen kann. Die freuen sich ja alle, wenn sie eine Urkunde kriegen. Heute gehen sie ja alle später im Verein. Früher gingen sie ja schon mit 16 rein. Da haben wir unsere Satzung noch ändern müssen, so ungefähr 65. Weil 16-Jährige konnten ja noch nicht in unseren Verein reinkommen. Da haben wir die Satzung geändert, das war damals wie Herwig Kramheyer, 16 war sein Vater und seine Großvater verunglückt sind, Ausnahme gemacht und Albis Weber hat dann auch geklagt, er wollte auch im Verein mit 16 Jahren. Und heute kommt er erst mit 20 im Verein. Ich erzähle mal ein bisschen, aber ich kann nicht, wie Willi eben gesagt hat, um die Jahrhundertwende, also um 19. Jahrhundert, was erzählen, habe ich auch noch nicht erlebt. Ich kann nur was sagen, was nach 1945 war. Ich kann noch sagen, dass früher mal, ich kann mich als Kind auch noch erinnern, dass es Karussells gab, wenn man dreimal geschoben hat, Jugendliche. Drei Maschinen durften sie einmal umsonst fahren. Später haben sie auch mal Pferde gehabt. Auszugrund, ich habe einen Kollegen, der hat noch ein Bild, und die Pferde, das Karussell ziehen. Nur, das ist so schwach, das Bild, das kann man nicht veröffentlichen. Das ist Freddy Fischer. Und jetzt erzähle ich mal ein bisschen. Ich mache es aber auch nicht so lange, denn es hat alles schon so lange gedauert. Und dann fange ich mal damit an. Meine Damen und Herren, liebe Kollegen und Freunde, ich freue mich, aus alten Zeiten erinnern zu dürfen, obwohl die Erinnerungen immer mehr verblassen. Ende der 40er Jahre reiste unsere Familie mit einem Viermasten-Zirkus auf vielen Volksfesten. Es gab keine Kirmes ohne Zirkus, ohne Schaubuch oder Schaubuch. Auf der Vision oder Mindermesse standen mindestens vier Schaubuden und es gab genug davon. Beispiele: Marionettentheater, Zauberer, Feuerspucke, Artistik, Puppenspieler, Arenen, Lilliputschau, Krokodilschau oder Delfinschau, um einiges zu nennen. Die gibt es alle gar nicht mehr. Das hört noch mit zur Romantik. Von 1950 bis 1953 reisten wir mit einer 16 Meter Storkverlosung. Neu war, dass reisende Geschäfte auf Wagen gebaut wurden. Mühsam aufgebaute Buden wurden immer weniger. Die Renner waren Lebensmittel, Präsentkörbe oder gefüllte Emaille-Eimer. Es war eben die Nachkriegsfresswelle. Das war der Renner.